Du kommst aus der Volksschule Kinberg-Gamming, aus der 4. Klasse, Bezirk Scheibs. Schreibst du viele Märchen? Bist du eine Märchenschreiberin? Schreibst du viele Fabelgeschichten? Eigentlich nicht. Ich bin dazu gekommen, weil meine Lehrerin hat so Zetteln verteilt und da ist mir dann eingefallen, dass ich da mitmachen könnte und dann bin ich reingekommen ins Schreiben und das hat mir sehr gefallen. Na ja, jetzt drehst du noch in die Kamera. Aber es ist ja was Besonderes, heute am Freitagabend da zu sein. Vielleicht hättest du irgendwo im Fernsehen etwas angeschaut oder vielleicht wärst du schon um diese Zeit kurz nach 8 schon im Bettchen gelegen. Es ist was Besonderes, du hast die Verständigung bekommen. Wem bist du heute da? Mit den Eltern? Mhm, mit den Eltern. Und die Frau Lehrer und die Eltern sind alle sehr stolz auf dich. Ich bin auch stolz und auch, glaube ich, die Damen und Herren, ihre Spieler, das ist nochmals ihr Beifall, dein Beifall. Und du kriegst natürlich heute auch noch ein Geschenk. Politiker erzählen Märchen, Politikerinnen erzählen Märchen? Gelegentlich sicher, aber richtige Märchen. Also ich liebe Märchen und bei mir in der Bibliothek stehen dort, wo es am besten erreichbar ist, Märchenbücher. Und ich habe auch einmal auf Einladung damals vom Volke Tegethoff ein Märchen geschrieben, das auch einen wahren Kern hatte. Aber das ist was ganz Tolles, was ich da heute zum Lesen bekommen habe. Es gibt auch bekannte Minister, nicht nur zurückgetretene, die etwas schreiben und vielleicht Zitate verwenden für eine Regierungserklärung, für eine Ansprache. Ist schon mal vorgekommen, dass Sie irgendetwas aus dem Märchen zitiert haben oder dass Sie eine Begegnung gesehen haben, wo Sie sagen, das erinnert mich an irgendein Märchen? Ja, oftmals. Die Märchen haben ja einen tiefen Weisheitsgehalt und das, also die Märchen, die etwa so gesammelt worden sind wie von den Brüdern Grimm, da steckt ja sehr viel an Volksweisheit drinnen und es ist ja erstaunlich, dass auch die Märchen aus verschiedenen Völkern oft sehr ähnliche Geschichten und Themen umkreisen. Also wir sind gespannt auf das heutige Märchen und vielleicht nehmen Sie es in Ihre große Sammlung auf. Auf alle Fälle, die Iris Spieler ist hier aus Kinberg-Gamming, die Schreiberin. Ja, das Märchen heißt Gott ist in jedem von euch oder wir Pilzmännchen und Pilzmadämmchen Weihnachten feiern. Es gibt wahrlich nicht mehr viele solche Orte auf der Welt wie jenen kleinen Platz, an dem Pilzmännchen und Pilzmadämmchen zu Hause sind. Es ist der knorrige alte Wurzelfuß einer uralten Eiche. Mitten im Wald steht sie. Kein Mensch hat je einen Fuß auf den weich bemoosten Boden dieses Stück Waldes, in den sie ihre Wurzel schlägt, gesetzt. Und doch, oder vielleicht vielmehr gerade deswegen, wird auch dort Weihnachten gefeiert. Wie es das gibt, fragt ihr euch? Nun hört gut zu. Vor vielen, vielen Jahren, noch lange bevor der Straßenlärm die Musik der Natur verstummen ließ und die Menschen anfingen, gegeneinander Kriege zu führen, da gab es eine Zeit, in der jedes Geschöpf dieser wunderbaren Welt voller Friede und Glückseligkeit lebte, weil es sich seiner Einzigartigkeit bewusst war und um den göttlichen Funken, den jeder in sich trägt, Bescheid wusste. Dadurch fühlte sich alles mit allem und jeder mit jedem so innig verbunden, dass keiner dem anderen ein Leid antun konnte. Damals war Weihnachten nicht an ein bestimmtes Datum gebunden, denn es war immer und überall. Pilzmadämmchen wachte morgens auf und machte sich sogleich emsig ans Tagewerk. Pilzmännchen schlief meistens länger und wenn es zum Madämmchen kam, war schon viel Arbeit getan. Lustig und frohen Mutes verbrachten sie ihren Tag im Wald mit ihren Kinderchen und den anderen Bewohnern des Waldes. Und abends, wenn es dunkel wurde, gingen die Sterne am Himmel auf und die Nacht wurde von einem funkelnden Lichtermeer erhellt. Jeden Abend zu dieser Stunde ließ sich Frau Eule auf einen Ast der Eiche nieder, die das Zuhause der Pilzfamilie war. Feierlich erhob sie ihre Stimme, um dem Pilzkinderchen eine Geschichte zu erzählen. Dann kuschelten sich die Pilzkinder aneinander ins weiche Moos und richteten ihren Blick auf das Sternenzelt,
denn sie kannten die Geschichte der Eule. Sie erzählte vom göttlichen Licht im Herzen aller Wesen und wie es jede liebevolle Tat und jeder gute Gedanke heller leuchten ließe. Die Eule erklärte, dass dieses Licht Freude in die Welt hinaussenden würde. Die Sterne am Himmel, sprach die Eule, wären das Spiegelbild dieser Lichtfunken. So, meinte die Eule, wäre jedes Pilzmadämmchen, jedes Pilzbübchen und alle anderen Wesen mit dem Universum verbunden. Aufmerksam lauschten die Pilzkinder dieser weisen Geschichte und blickten dabei suchend auf den Sternenhimmel, um das Spiegelbild ihres eigenen Lichtleins zu entdecken. Jedes Kind suchte sich einen Stern aus und bewunderte ihn so lange, bis die Äuglein schwerer und schwerer wurden und bis es stolz und zufrieden einschlief. Die Zeit verging und die Pilzkinderchen von damals wurden zu Pilzmännchen und Pilzmadämmchen und die neuen Pilzkinder tummelten sich auf dem moosigen, nach Tannennadeln duftenden Waldboden. Aber die gute Nachtgeschichte blieb immer dieselbe. Doch schon bald bemerkten die aufmerksamen Äuglein der Pilzkinder eine Veränderung am Nachthimmel. Viele der schönen Sterne am Himmel verloren an Glanz und verblassten allmählich. So fragten sie die Eule nach dem Grund. Viele Geschöpfe, man nenne sie Menschen, hätten auf ihren göttlichen Funken vergessen und deshalb gäbe es viel Leid auf der Erde, erklärte Frau Eule traurig. Darum würden auch die Sterne als Spiegelbilder dieser Lichter schwächer, fuhr sie fort. Die Pilzkinderchen bemühten sich zu verstehen. Jeden Abend hofften sie darauf, wieder mehr Sterne am Himmel zu entdecken. Und lange Zeit dauerte dieses Hoffen. Doch eines Nachts wurde ihr Warten belohnt. Es war eine kalte, klare Nacht und ein besonderer Hauch war in der Luft spürbar. Als die Pilzkinderchen diesmal ihre zarten Häupter dem Himmel entgegenreckten, tat sich ein wahrlich wundersames Bild vor ihnen auf. Ein riesiger, funkelnder Stern erstrahlte am Himmel und erhellte mit seinem Licht das sonst so dunkle Himmelszelt. Da wusste das Pilzvölkchen, dass jemand auf die Erde gekommen war, der die vergessenen Lichtfunken in den Menschen wieder zu entfachen imstande war. Wie ihr bestimmt schon ahnt, war diese Nacht der heilige Abend und der helle Stern reflektierte das göttliche Licht, das das Jesuskindlein in sich trug. Diese Nacht vergaßen auch die Pilzchen nie und so versammelte sich das ganze Pilzvölkchen Jahr für Jahr am Weihnachtsabend auf der großen Waldlichtung nahe der alten Eiche, um die hellen Sterne zu bewundern, die am Himmelszelt aufblitzten, wenn sich die Menschen am Weihnachtsabend an ihren göttlichen Funken erinnerten. Bis spät in die Nacht hinein singen und tanzen die kleinen Pilzmännchen und Pilzmadämmchen, dann vor Freude und auch die Pilzkinderchen schlüpfen in dieser besonderen Nacht erst spät in ihre Moosbettchen. Und wenn sie dann erschöpft einschlafen, dann mit nur einem einzigen Wunsch im Herzen, dass doch wie einst für immer so viel Licht auf der Erde wäre wie zur Weihnachtszeit. Also, liebe kleine und große Menschenkinder, erfüllt ihnen doch diesen bescheidenen Wunsch und nährt euer inneres Licht. Lasst es jeden Tag heller erstrahlen und vergesst nicht, Gott ist in jedem von euch.